Hallihallo, Hallöchen. Gemütlichkeit 5. Gar nichts. Jetzt wie? Gemütlichkeit 5. Jetzt Gemütlichkeit 5? Okay. Ja. Hast du aber ganz schön lange für Gemütlichkeit gebraucht. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Oh, hör da auf. Meine Ohren. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Das hört sich an, als würdest du da mit einer Biotüte rumeiern. Tonne. Biotonne. Nee. Tüte. Bewusst Tüte, weil... Das muss an deiner Leitung liegen. Hier ist alles tutti. Hat hier irgendeiner was gegen Tierquälereien, dann möge er jetzt wegschauen. Wir sind Wikinger und wir haben Hunger. Also brauchen wir Fleisch. Und ich hab echt... Ernsthaft jetzt? Was? Da stehen zwei Hirsche und ein Zwerg. Ich treffe wirklich den Zwerg statt das Hirsch. Ist doch nicht wahr, oder? Statt das Hirsch. Herrlich. Das Hirsch. Das Hirsch. Statt das Hirsch. Wie gut ist der denn? Ah, siehste, geht doch. Hassen? Verdammt. Ja, logisch. Sag mal, ich heiße nicht Sven. Nein, nicht wegen dir, weil ich hab hier Kacke gebaut. Was geht? Hallo Fiorell, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Hallo Fiorell. Also, ja, lauf mir in die... Alter, lauf mir doch in... Da kommt ein Toter. So ein halbtoter Hirsch bei dir an. Ja, bleib stehen, bleib. Wo willst du hin? Keine Ahnung, was der da redet. Komm her. Wir bauen einfach weiter. Hau doch! Nein. So. Ich hab keine Ahnung, was der Mann will. Ich hab hier Keulen im Angebot. Ja, schmeiß mal da vorne in eine Kiste. Kann ich mir nachher einkeulen. Das will doch keiner hören. Du hast gefragt, du hast eine Antwort gekriegt. Komm damit klar. Wir könnten aber auch hier einfach mal so ein Gestänge drauf machen, ne? Bitte, was können wir? Hier einfach mal so ein Gestänge drauf machen. Wo willst du ein Gestänge drauf machen? Was für ein Gestänge? Feuerstelle hier, da, damit man da mal dranhängen kann. Red doch nicht in Rätseln mit mir. Ich bin doch hier nicht der Rätselmeister. Ja, doch, bist du. Ja? Ja. Stadt mit vier Buchstaben senkrecht. Stadt mit vier Buchstaben senkrecht? Köln? Stadt. Ö wird mit OE geschrieben, sind also fünf Buchstaben. Ach so. Hier, guck mal. Ich brenne. Dann. Bonn. Ich geh Flammen auf, nur für dich. Bonn. Nein, auch nicht. Koblenz. Ja. Ja. Passt doch. Nee, mit vier hast du gesagt, ne? Ja. Bad Berleburg. Ach so, nicht Bad Breisig. Nee. Oder Haching. Oh, hallo Marito. Mann. Hallo Marito. Tapferen Nordmänner, wir sind doch keine Nordmänner, wir sind voll die Waschweiber. Hallo Katzi. Katzi? Katzi. Katzi? Katzi hat Hallo Na geschrieben. Ah, jetzt? Ja, bei mir da. Alter. Aber Katzi. Ich hab die schlechte Leitung, nee, ist klar. Sag mal, geht's dir noch ganz gut hier? Das hat andere Gründe. Nein. Du? Doch, du siehst nur das Endprodukt von dem Stream. Bei mir dauert es länger.
Weil dadurch, dass ich ja aufnehme über das OBS, dauert das alles, bis der Chat angezeigt wird. Wäre was anderes, wenn ich jetzt das Aufnahmeprogramm schließen würde und YouTube öffnen würde. Dann würde ich das auch nicht sehen. Ach so. Verstehe. Sicher. Gut, dass du mir das erklärt hast. Ich bin Steine kloppen, weil du gibst mir ja keine. Behältst die alle für dich. Ah, siehst du, jetzt weiß ich, was ich machen würde. Ich wollte einen Karren holen. Ja, hol doch mal einen Karren. Kannst du Steine reinschmeißen. Oh Mann, haben wir uns heute wieder lieb, ne? Ja, und die ganze Woche schon. Oh ja. Abi. Abdi. Abdi? Ja, Abdi. 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 Ali liegt schuld. Schärfe, Schärfe. Karren. Da. Was brauchst du? Heißt die Frau nicht Karen? 20 Holz und 10 Bronzenägel. Okay. Ach, hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Wo kommst du nicht raus? Hier auf der rechten Seite, da hast du ja schon überall Fenstergitter eingebaut. Wie im Knast. Alter, bist du doof? Lass unser... Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Was saugst du mich so an? Ich weiß, welcher Vollspacken hier die ganzen Fackeln abreißt. Wer? Das sind die Zwerge. Ja, weil sie an uns nicht rankommen. Ja, genau. Gott. Na, wie geht's euch? Wie geht's uns beiden Waschweibern? Ja, wenn ich das schon wieder höre, ne? Also mir geht's gut. Entschuldigung. Also mir geht's gut. Oh nein, ich hab zwar meine Tage bekommen, aber ich hab jetzt einen Tampon drin, also ist alles in Ordnung, Mareto. Zwar ein bisschen Bauchschmerzen, aber das geht. Das ist auch schön, dass Marito Frage stellt, danach sofort in den Lurk geht, so, lass die mal runterhalten, das ist... Ja, da. So nach dem Motto, er weiß, was kommt. Richtig, das wird jetzt eh nur Quatsch, brauche ich nicht zuhören. So. Ja, das sind mir die Besten. Wow. Waschweiber nennt er uns. Ja. Hallo Hans-Peter, wie geht es dir? Ist ja richtig viel los heute. Hallöchen. Kann ich nicht mit umgehen. Ja, das merke ich schon. Mit... Ach, ich wollte schon zuhauen, aber da bist du ja. Ich habe auch vorhin gedacht. Wer kommt denn da noch angerannt? Komm, den klatscht er auch weg. Ach, bist du nur. Ja. Ich brauche Holz. Dann mal guten Hunger, Marito. Lass es dir schmecken. Was gibt's denn Gutes? Wolltest du noch weiter essen oder soll ich loslegen? Zapa, das Tilidin spricht aus dir. Fry Production, danke gut und selbst. Holz. Das ist dünnes Eis, hoffentlich brecht dir ein. Nein. Das siehst du verkehrt, Katze. Hallo Marc, willkommen zurück. Das siehst du verkehrt. Weil gibt es ein Sprichwort. Unkraut vergeht nicht. Und wir zwei Hübschen hier, wir haben schon so viel Scheiße hier erlebt. Uns kriegt keiner klein. Guckt's euch an. Der steht da hinten an der Ecke und ist am runterpissen. Hast du die Tür wieder offen gelassen? Oh, scheiße, nein, das war ich. Ja, lauf, Forrest, lauf. Guck mal, schon die kommen, Karren gebaut. Die Kollegen kommen tatsächlich durch die Tür da unten rein. Also die suchen bewusst einen Weg rein und nehmen direkt die Tür. Hi, tschüss. Wir wollen keinen Zeugen Jehovas, raus mit euch. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Tür aufgelassen habe.
hat er denn jetzt schon? Oh, hier, Marc. Boah, meine Augen tun weh, mein Kopf tut weh. Ich wusste gar nicht, dass ich einen hab. Was für ein Minecraft-Shader ist das denn? Schön. Also wenn das Minecraft wäre, ne? Alter, mhm. Ich würde das jetzt so feiern. Nein, wir zocken Valheim. Das ist kein Minecraft. Hast du wieder falsch eingestellt, ne? Na, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich reingeschrieben in den Titel Valheim. Eigentlich habe ich es reingeschrieben. Wer liest es klar im Vorteil? Als ob ich bei dir was lesen würde. Ja. Im Titel des Streams steht übrigens Neues aus der Anstalt. Und was steht unter Spiel? Du hast gesagt im Titel. Was steht unter Spiel? Es läuft wieder super hier. Das ist irrelevant, da steht Minecraft. Ich gucke. Du guckst nach, ne? Ja. Nein, da steht Valheim. Ist alles gut. Ja, Freund. Es funktioniert, das reicht. Es so. Ist aber im Grunde ist es fast genauso wie Minecraft. Genau. Das einzige Problem ist, die Frustrationskurve ist hier deutlich höher als bei Minecraft. Wer liest denn da? Ach ja. Komm. Ich glaube, der Karren ist kaputt. Sag mal, ey. Ey. Meanwhile, wer auch. Als ob ich da runter scrolle, ist auch schön. Ich habe das Gefühl, dass die alle von Marito kommen. Die haben alle so eine Bewegungsschwäche. Du hast gar nicht in den Chat reingeguckt, ne? Die kam, also Unicorn Heart kam vorhin rein und sagte, nein, Quatsch, Eva kam rein und sagte, Grüße von den Maritonen. Natürlich kommen die von Marito. Ja. Weiß ich, ich bin öfter bei denen im Stream drinne, du Schädel. Also. Das war jetzt auch mehr sarkastisch gemeint. Nee. Sarkasmus, dieses Wort kennst du, oder? Das solltest du eigentlich kennen. Wir zocken zusammen. War das nicht das, wo man dann nachher zum Arzt gehen musste oder so? Das sind dann die Dinge, wo ich dann mit dem Troll wiederkomme. Das ist Sarkasmus. Okay, ich glaube, du verstehst das Wort Sarkasmus nicht. Wir müssen da ernsthaft nochmal drüber reden. Mit oder ohne Psychologen? Mit Physiotherapeuten. Ja, jetzt denkt er nach. Jetzt denkt er. Nein, ich bin hier gerade, ich versuche die Satzstellung gerade zu lesen. Alter, bist du behindert? Er hat sich. Sag mal, erstmal ist das nicht nett und zweitens. Ich meine den Zwerg. Ach so. Ich komme hier mit dem Karren lang gefahren, der bewürfelt mit Steinen. Not in the right position. Was geht da schon wieder los? Not in the right position. So, dann reißen wir das hier ich mal ab. Ich bin gerade über die Satzstellung von Marc irritiert. Ja, ich sein von Marito, solltest du wissen. Er hat sich nur deiner Grammatik angepasst. Bitte er sich weg, der Knecht. Hast du mich gerade Knecht genannt? Ja, logisch. Na, dann ist gut. Ich wollte es nur noch mal... Wissen. Abdi. Abdi! 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 Dein Wochenende war toll, oder? Bombastisch. Bombastisch. Das war so tiefgründig. Ganz tief drin, ne? So, gut, dass wir da auch. auch drüber weißt, was ich jetzt mache? Ich nehme ein paar Samen und dann... Alter, es wird nicht besser. Wir sammeln da hinten das Feuer. Nein! Ich muss die Folge... Ich muss die Folge immer noch zusammenbasteln. Habt ihr gemerkt, wie lange er gebraucht hat?
Abdi! 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 Abdi hört nicht auf, nein. Der Abdi macht knallhart weiter. Egal, ob sie sagt, ich kann nicht mehr. Bis zum bitteren Ende. Ja. Abdi war on fire, könnte man sagen. Ja. Oder on Pille. Oder on Pille, ja, das könnte man auch behaupten. Ja, komm, setz dich rein, ich nehme dich mit. Hä? Ich will doch nirgendwo hin. Ach, hier ist ein Zwerg. Ach so. Ich dachte Abdi. Oh. Nein, nix Abdi. Das ist ja langweilig. Ach, jetzt ist hier so ein Busch im Weg. Wir brauchen Stein, wir brauchen Stein. Das hat sich Abdi bestimmt auch gedacht. Jetzt ist hier so ein Busch im Weg. Erstmal mit der Heckenschere dran. Wie bei Scary Movie. Alter. Ah, es wird nicht besser. Dir ist schon klar, dass du deinem Kumpel nie wieder in die Augen blicken kannst, oder? Ach, ich hab damit weniger Probleme. Mich stört das nicht. Meine Frau ist flüchten gegangen. Ach so. Und du hast dir überlegt, ob du nachfragen sollst, ob du mitmachen darfst. Nein. Bist du woanders, Alter? Hast du so ein oder was? Ich war froh, dass ich in der Horizontale lag und nichts mehr mitbekommen habe. Ach, das ist so herrlich. Aber bist du... Ja, wie war das noch, wer den Schaden hat, ne? Oh, ich will den Spot nicht zu sagen. Geht doch einfach mal zu dem Knochenblock und den könnt ihr auch zweimal beschwören. Knochenblock? Knochenblock? Der heißt Knochenwanst? Ach, du meinst ja den dritten Boss? Mhm. Also ich behaupte jetzt ganz einfach mal, unsere Kinder, wenn die irgendwann alt genug sind, die werden das Spiel vor uns fertig haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe dem wenig entgegenzusetzen. Also, du stimmst mir zu? Ja. Sehr schön. Dann sind wir uns ja einig. Also, lieber Chat, ne, wenn ihr Profi-Gameplay in Valheim sehen wollt. Da gibt es eine Menge Kanäle, nicht diesen hier. Nein, definitiv nicht. Wenn ihr Noob-Gameplay mit viel Schwachsinn hören wollt und sehen wollt, dann seid ihr richtig. Dann habt das geschafft. Das ist korrekt. Und wenn ihr absolut nicht mehr wisst, wo euch der Kopf steht oder was ihr überhaupt noch machen sollt oder sonst dergleichen, dann seid ihr auch richtig. Weil hier, du musst nicht intelligent sein, um das zu verstehen. Weil wir verstehen es selber nicht. Ich sag dazu jetzt lieber nichts. Ich dachte, ja, auch besser so. So. Weil wir sind zwei Spaßvögel. Wir gucken uns dann die Folgen nochmal an. Weil die Folge, die wird, wenn ihr Glück habt, in 2 Monaten rauskommen. Und wir werden beide vor lauter Lachen auf dem Boden liegen. Oh yeah. Oh yeah. Ja, es wird wieder richtig toll. Man kann aber auch die versauteste Gruppe ansehen, oder? Mensch, wer ist denn hier versaut? Wer ist denn hier versaut? Abdi! 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Abdi und die freitags nicht kann. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja, wir auch nicht. Katze, wir auch nicht. Wir auch nicht. Mix Aga. Abdi. Abdi. Genau. Tammy. 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 Eis am Stiel.
Tampen, Eis am Stiel? Okay. Ja. Eis am Stiel. Das ist die einzige Verbindung, die ich zu Tammy habe. Eis am Stiel. Okay. Ja. Tammy. Verzeihung. Ja. Ey, mal Mikro putzen und Bildschirm putzen, bitte. Nein, ich habe in die Armbeuge. Wie sich das gehört. Der Aufwischservice bitte in Raum 3. Der Aufwischservice bitte. Kontamination, Kontamination. Mit solchen Kind. Ich bin kein solchen Kind. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ein Zechenkind. Bestenfalls. Ja, Tamesis ist die, die mich damals mit dem Schwert durch die Weihnachtsepisode gejagt hat. Die würde hier auch noch wunderbar reinpassen. Sollen wir mal eben schlafen gehen oder wo bist du gerade? Ich bin beim Händler. Ich feilsche gerade um Steine. Wie schalte ich den Selbstzerstörungsmodus aus? Welchen Selbstzerstörungsmodus? Welches Spiel? Ja, kommt auch noch dazu. Aber ich würde sagen, du musst erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Lasche ziehen? Durch die Lasche ziehen. Durch die Lasche ziehen. Ja, Behindertenbusch. Ja, das ist ein bisschen Luft drauf in der Straße. Du musst erst den Nippel. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Garantiert. Ja,